Ausländer. Ist es denn wirklich so schlimm? Ich bin ein Ausländer. Was macht es, dass ich anders bin? Ich bin ein Ausländer. Es ist wieder mal an der Zeit zu beweisen, was hier immer abläuft. Es ist nicht anders wie bei den meisten. Ich lebe jeden Tag deutsch. Ich suche den Sinn, der mir weismacht, was die Leute von uns wollen. Eure Kultur, euer Lebensstil, es sei doch alles so toll. Man urteile nicht, wenn du noch nie mit mir ein Wort gewechselt hast. Ich sage auch nicht, ich mag dich nicht, weil du mich angeekelt hast. Ich habe viel gehört, mein erster Eindruck schien aggressiv. Es liegt auch dran, dass hier in Deutschland vieles schief lief. Auf mich kamen echt harte Zeiten, doch ich ließ mich nicht unterkriegen. Ey, ich bin ein Ausländer, ich lebe so oder so unterkriegen. In Deutschland krieg ich kein bisschen Anerkennung, hier bin ich Ausländer. In Türkei werde ich vermisst von der Familie, aber dort bin ich Ausländer. Hier geboren, doch nicht anerkannt, ich zeige dir, dass ich anders kann. Ihr habt mein Leben zerstört, ich zerstöre Bayers mit 1000 Mann. Wenn so weitergeht, werde ich gnadenlos und reiß dem Staat das Bein ab. Sag, wo kann ich mich hinsetzen, sag, wo ist denn nun meine Heimat? Ich bin ein Ausländer. Ist es denn wirklich so schlimm? Ich bin ein Ausländer. Was macht es, dass ich anders bin? Ich bin ein Ausländer. Ist es denn wirklich so schlimm? Ich bin ein Ausländer. Was macht es, dass ich anders bin? Unterscheidet ist einzig und allein die Muttersprache, Religion, Haare, sonst nichts, ach vielleicht noch die Augenfarbe. Ich seh doch nicht anders aus, aber wen juckt's wie einer aussieht? Ich kann in jede Figur schlüpfen, als wäre ich beim Schauspiel. Ich bin mir für keine Arbeit zu schade, ich muss meine Familie ernähren. Ihr würdet anders reden, ihr Deutschen, ihr müsst mich doch nur kennenlernen. Bei den Ausländern hat die Familie den obersten Stellenwert. Bei euch ziehen die Kinder mit 18 aus, das ist aber nicht der Rede wert. Wenn ich könnte, würde ich noch mit 60 bei meiner Mama wohnen bleiben. Mama würde es leid, du würdest ihren Sohn vor die Türe schmeißen. Das passt nicht in ihre Mentalität. Mann, was hat diese Frau schon alles erlebt? Und ihr respektiert eure Mütter nicht, weil sie euch nur einmal nicht versteht. Deutschland ist einfach gottlos, der Teufel hat nun mal die Oberste Hand. Du versuchst eine Perspektive zu ergreifen, das wird dir nicht mal anerkannt. Keiner sieht, dass du wirklich was dafür tust, um eine Arbeit zu finden. Doch die Leute verarschen dich und versuchen dir deine Beine zu binden. Ich bin ein Ausländer. Ist es denn wirklich so schlimm? Ich bin ein Ausländer. Was macht es, dass ich anders bin? Ich bin ein Ausländer. Ist es denn wirklich so schlimm? Ich bin ein Ausländer. Was macht es, dass ich anders bin? Wir reden in Deutschland nur Alte und Arbeitslose. Es ist normal, dass ich bei Stress meinen Bruder hole, denn er ist der Haupt der Familie und nimmt mich in Schutz. Es ist lächerlich, dass ich eine Anzeige bekomme, wenn ich mal hinspuck. Der Staat ist ungerecht und zahlt mir den Steuern pensionierte Politiker. Netzvergewaltiger laufen, man, hier wird es immer nur noch schlimmer. Es wird nicht mehr lange dauern und jeder bekommt dann seine gerechte Strafe. Und in der Zeit werdet ihr lernen und hofft dann auf Gottes Erbarmen. Doch dann ist alles zu spät, dann ist euer Zug abgefahren. Ich nehme mich weiter nicht ernst und dann kommt schon der erste Streifenwagen. Es wäre Gesetzesbruch, wenn ich meine Meinung äußere. Alles wird unter den Tisch gekehrt, Mann, wie ich mich in euch getäuscht hab. Ich bin stolz, Ausländer zu sein. Wärst du auch einer, wärst du's auch. Ich geb einen Fick auf Gesetzeshut, verwirkliche dann meinen Traum. Bleibe hinter meinen Kindern und meiner wunderschönen Frau. Ich zerstöre euch, fang was Neues an, sonst ist bald Schluss und aus. Ich bin ein Ausländer. Ist es denn wirklich so schlimm? Ich bin ein Ausländer. Dass ich anders bin. Ich bin ein Ausländer. Ist es denn wirklich so schlimm? Ich bin ein Ausländer. Was macht es, dass ich anders bin?